Max Banowski, Berliner Wurzeln, ich habe es schon gesagt, Schwarz-Weiß Neukölln, BFC Preußen, Hertha 03 Zehlendorf, dann unter anderem dritte Liga, über 50 Spiele gemacht für den hallischen FC, nach Italien gewechselt zu Capri, jetzt mittlerweile bei Gozzano. Gozzano. Genau. Und aktuell aber verletzt und deswegen auch im Süden Italiens in Kalabrien, Soria, oder? Was hast du? Genau, also ich habe mir im November an der, das habe ich mir überlegt, an der rechten Leiste gibt es eine Sehne, die ist am Muskel dran und am Muskel, also sprich Muskel mit Sehne, Sehne mit Knochen verbunden und ich habe mir alles abgerissen. Und was macht der Körper? Wie sieht es da aus, genesungstechnisch? Ja, also es sind so Sachen, also es gibt manche Sachen im Leben, die werden nie hundertprozentig wieder normal, wie zum Beispiel jemand, der sich das Kreuzband gerissen hat. Das wird niemals wieder so sein oder am Knie operiert und kann sich nicht mehr richtig bücken oder so. Und das gleiche habe ich jetzt auch. Guarda un secondo che fa. Quella guarda. Das gleiche hast du hier auch. Du machst bestimmte Bewegungen und du hast immer diesen Schutzmechanismus im Kopf, dass es dann zieht oder zwickt. Weil ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, was das heißt, dass sich ein Muskel vom Knochen abreißt und ablöst und dann noch von der Sehne. Also es sind so ganz, ganz verschiedene Komponenten, wo dann eigentlich gesagt wurde, ja, Operation, nicht Operation. Aber jetzt, statt jetzt bin ich ja jetzt 6 Monate quasi, mehr oder weniger draußen. Also es hat sich jetzt auch von alleine kuriert. Ich konnte halt hier meine Übungen so ein Stück weit machen mit Bändern und sonst irgendwas. Da braucht man ja nicht viel Geräte für. Da bin ich jetzt relativ. Aber es ist halt immer noch mal was anderes, wenn du dann. Also ich muss mal kurz antworten, jemanden, der hier gerade kommentiert hat. Polo. Ricardo, Ja. wer ist Was das das Libre aus Cam deiner Truppe? Cazzate. Ja, der ist aus meiner Mannschaft. Der beschwert sich gerade über meinen Bart. Okay. Dass ich mich doch bitte pflegen soll. Nee, jedenfalls, also ich habe soweit alles machen können. Ich habe hier auch mit dem Ball gemacht, aber es ist halt immer noch was anderes auf dem Platz dann. Ja. Dann passiert irgendeine Situation, dann musst du mal einen Ball wegschlagen oder dann knallt dir einer dazwischen und das kann ich halt jetzt schlecht sagen. Von daher muss ich sagen, für mich dieser Virus, so blöd es ist und so traurig das alles ist, kam es für mich doch noch im bestmöglichen Zeitpunkt, sage ich mal, dass es für mich halb so wild war, dass alles stehen geblieben ist. Ich habe vielleicht dann am Ende zwei Spiele verloren. Du hast gesagt, das ist aktuell so ein bisschen wie in einem schlechten Film. Habe ich in der 11 Freunde gelesen. Gib uns mal so ein paar Eindrücke. Was ist denn da los? Also was erlebst du? Welche Szenarien entwickeln sich? Weil ich glaube, wenn du das mal jetzt also aus erster Hand erzählst, dann ja, schütteln hier schon einige in Deutschland den Kopf und wissen erstmal, wie gut es uns eigentlich noch geht. Auf jeden Fall. Also ich sage mal so an alle, die gerade in Deutschland oder im Umkreis sind, die können sich glücklich schätzen, weil, um ehrlich zu sein, ich bin relativ gut noch davon gekommen. Also es war kurz Ende Februar, da bin ich noch mit meiner Kleinen, sind wir nach Verona und wollten gerade nach Venedig und sind aber hier runtergeflogen, weil meine Reha angefangen hat und 2 Tage später kam dann dieser Lockdown, dass die alles zugemacht haben. Gozzano ist ja jetzt nun zwischen Turin und Mailand. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das heißt, du bist also quasi genau in diesem Krisenherd, in diesem Gebiet, genau in der Mitte drin. Und da funktionierte halt gar nichts mehr. Ich habe es ja nur hier in Kalabrien mitbekommen, was nun mal über 1000 Kilometer entfernt ist. Aber selbst hier fliegen sie tagtäglich mit Helikoptern der Polizei rum, um zu überprüfen, ob man in Gruppen unterwegs ist. Wie gesagt, du brauchst so eine Bescheinigung vom Militär, dass du raus darfst. In der Bescheinigung muss drinstehen, was du machst, deine Adresse. Du musst quasi immer deinen Ausweis, Reisepass, irgendwas mit dabei haben, um dich ausweisen zu können. Ansonsten gibt es Strafen ab 200 € und 3 Monate Gefängnis aufwärts. Also wenn sie dich kriegen, dann kriegen sie dich richtig und dann musst du aber auch erstmal 3 Monate dann quasi ins Gefängnis. Also aktuell bei Gorsano in der dritten italienischen Liga, die ist ja dreigeteilt in Italien, Ja. A20 Teams, ne? Ja, sportlich muss man leider sagen, steht ihr aktuell an letzter Stelle. Jetzt ist natürlich Ja. nicht klar, wie das Ganze in dieser Saison eventuell noch fortgeführt wird. Hoffst du da auch ein bisschen auf einen Abbruch, dass es dann keine Absteiger eventuell gibt? Oder wie stehst du zu dem Thema Fortsetzung, Abbruch?
Also prinzipiell bin ich immer dafür zu spielen. Besonders jetzt, weil ich wieder fit bin, würde ich gerne spielen und würde ja gerne dieses Ruder nochmal rumreißen, weil ich Ja. ja auch lange nicht mehr dabei war und halt auch die Ergebnisse ich da nicht mehr mit beeinflussen konnte. Allerdings muss ich sagen, in der jetzigen Situation glaube ich, dass es besser wäre für alle, zumal wir als jetzt in diesem Moment in Italien, die Italiener, hier nun das Land sind, was am schnellsten mit am meisten betroffen war, Ja. dass du da eigentlich als Vorbild vorangehen müsstest und sagen müsstest, du pass auf, wir brechen hier als erstes ab, bevor irgendjemand anderes das macht. Erste Liga ist nochmal so eine Sache, zweite Liga auch, aber dritte Liga bei aller Liebe, das sind 11 oder 13 Spiele oder so. Das kriegst du niemals hin. Dritte Liga Italien, du hast ja auch in der dritten Liga in Deutschland gespielt. Ich weiß, der Vergleich oder die Frage immer, wie kann man das denn vergleichen, ist ein bisschen blöd. Trotzdem, ja, wie muss man sich das vorstellen? War das jetzt für dich irgendwie eine große Umgewöhnung? Du hast ja 7 Spiele in der Saison leider nur machen können, dann aufgrund der Verletzung. Ja, also es ist eine Umstellung auf jeden Fall. Glücklicherweise, also glücklicherweise, traurigerweise kommt immer drauf an, habe ich ja schon das Plus gehabt, dass ich ein Jahr vorher schon in Italien war. Zweite Liga. Genau. Wo es dann aus dem einen oder anderen Grund dann halt nicht sein sollte, dass man dann zum Einsatz gekommen ist, sei es eine Verletzung oder andere Sachen. Aber man hat schon ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, weil man gemerkt hat, es ist alles komplett anders. Also ich habe mir niemals vorstellen können, dass Fußball so unterschiedlich sein kann, und obwohl es am Ende ja genau das Gleiche ist. Inwiefern? Die Taktik, die Art und Weise, wie, also als Beispiel, die Art und Weise, wie ich mich zu drehen habe als Außenverteidiger. Ja. Welches Essen ich zum Frühstück esse. Wie ich mit meinen Mitspielern rede. Kommandos, okay, ist eine Sache mit der Sprache. Wie du den Ball zwischen den Raum spielst, wie du eine Flanke schlägst, wie du einen Spielaufbau machst, wie du mit einer Dreierkette spielst. Also Ja. richtig Dreierkette, italienisch Dreierkette. Wie du abseits auf Abseits spielst. Das sind alles so ganz verschiedene Sachen, wie die hier ihren Modus haben. Und da brauchst du natürlich schon immer so ein bisschen. Was vermisst denn am deutschen Fußball? Ich habe hier mal so einen Stichpunkt, 683 Zuschauer im Schnitt. Das war natürlich beim HFC dann schon ein bisschen cooler, oder? Ja, wenn du dann so, weiß nicht, was, Derby in Magdeburg 20.000 oder 18.000 oder so hast, ist natürlich nochmal eine Sache. Oder hier 600. Oder dann spielst du gegen Monza und mal 2.000, glücklicherweise, oder 3.000 am Abend. Ja. Also die Stimmung ist eine Sache auf jeden Fall. Und was mir fehlt, ist Frühstück. Also Spieltagsvorbereitung, Frühstück. Ja. Ans Buffet zu gehen und normal zu essen, in Brot mit Salami oder sonst irgendwas zu machen und nicht einen Joghurt mit einem getoasteten Toast mit Käse. Bei FIFA hattest du immer einen Gesamtwert von 61 bis 66. Zufrieden damit? Ach, da das leidige Thema. Also ich war ein Jahr zufrieden, das war vor 2 Jahren, weil ich bin ja begeisterter FIFA und besonders Ultimate Team Spieler. Ja. Da habe ich dann durch Kontakte über Mitspieler, den Community Manager von EA kontaktiert und der hat mir dann so eine 99er-Karte darüber geschickt, dass ich dann Ja. meine eigene 99er-Karte hatte. Das ging dann natürlich schon um einiges besser, aber so wirklich, also auf der einen Seite bist du schon stolz, so, du bist in so einem Spiel, was du immer gespielt hast als kleiner Junge, ist schon geil, aber so wirklich Spaß macht es auch nicht, wenn du dann scheiße bist. Entschuldigung, aber ich war halt einfach nie so gut, dass ich dann auch mit mir gespielt habe. Dann habe ich auch gesagt, ja, du weißt ja, dann spiel lieber mit anderen Mannschaften anstelle mit dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.